Da ich immer wieder gefragt werde, wie ich diese kleinen Nothoftalmus virideszenslarven aufziehe, hier sieht man es eigentlich am besten. Das Geheimnis ist Wasserflöhe. Wasserflöhe, Daphnien, jede Menge anbieten. Das ist so das Futter, was meiner Erfahrung nach von den Wassermolchlarven von Anfang an bis zur Metamorphose durchgehend genommen wird. Klar, wenn zum Beispiel wie hier diese größere Larve da in der Mitte des Bildes, die nehmen natürlich auch schon Tubifex und Grindalwürmer, Enchidren, sowas. Aber ja, gerade diese ganz kleinen Larven ernähren sich richtig gut von den Wasserflöhen. Und ja, also ich würde sagen, immer eine ausreichende Menge Wasserflöhe anbieten. Und dann stellt die Aufzucht der Wassermolchlarven keine Probleme dar.